So, jetzt wo wir das gute Leuchtfeuer hier gesichert haben, können wir uns die Sachen mal genauer angucken. Also, wir hatten Dark Leggings gefunden. Da. Wiegt 5,8. Niemand weiß die wahre Identität von diesen Männern, die anscheinend frei das Dunkle manipulieren können. Fremde Legenden beschreiben sie als arme Seelen, die der verlorenen Kunst des Blutsaugens oder des Lebensentzugs hinterhergejagt haben. Ja gut, also wäre wahrscheinlich für einen Krieger interessant, der dann eventuell einen Life-Drain-Effekt später bekommt, aber nicht so wirklich für uns. Wanderer Boot, Night Leggings, haben wir irgendwas Leichtes? Die Heavy Boots sind leicht. Ja, nee. Viragian, Old Knights, nö. Also wenn wir den Wheel-Deal-Typen nochmal treffen sollten, werde ich auf jeden Fall alles an Rüstung verkaufen, was schwer ist. Es tut mir ein bisschen weh, weil ich ja, ne, gerne alles sammle, in allen Spielen, aber... Ich hader gerade mit mir so innerlich. Weil brauchen wir die Seelen wirklich? Die 500 Seelen oder was, die so ein Ding wert ist? Erstmal sollten wir zurück nach Majula und endlich etwas tun, was ich jetzt schon mehrere Folgen aufgeschoben habe. Nämlich die Flasche aufstufen. Dann sollten wir unsere Seelen ausgeben. Dann sollten wir... Keine Ahnung. Weiter gucken. Hallo, du da. Is that a shard you found? Mhm. Here. Let me see it. Die Maske sah ja krass so aus. I may help you. However faint. So, Upgrade Estus Flask, ja. Sehr gut. Level up, was haben wir denn da Schönes? Also Int wollte ich auf 50 bringen, weil es eine glatte Zahl ist. Danach soll es wohl schwerer zu steigern sein. Und dann wurde vorgeschlagen, dass wir Sachen erhöhen, die Agilität erhöhen. Wie zum Beispiel Adapt. Also Adaptability vielleicht. Anpassungsfähigkeit. Ja, macht Agility hoch. Dex nicht. Stärke nicht. Attunement. Kommen wir da, wenn wir Adapt wegnehmen, auf einen sechsten Slot? Nee. Wir kommen auf 2 Punkte mehr Casting Speed. Und 1 Punkt Agilität. Das bringt nicht so viel. Also wir kriegen jetzt 1 Punkt Agilität, wenn wir Adapt steigen. Diesen 1 Punkt Agilität bekommen wir aber auch, wenn wir Human steigern. Also mit Wit. Equipment Load. Hilft uns indirekt, dass wir weniger Belastung haben und mehr rollen können. Aber sonst nicht wirklich viel. Lebenspunkte? Ne. Stamina. Stamina ist immer direkt 2 Punkte mehr Stamina, richtig? Oder hat das irgendwann auch so eine abflachende Kurve? Weil Stamina brauchen wir. Wenn wir irgendwann die Kleriker mal schaffen wollen, brauchen wir mehr Stamina. Also ich denke, ich mache das so. Ich nehme 2 Punkte Stamina, ich nehme 1 Adaptability, damit wir direkt Agility bekommen. Und wenn wir den nächsten Boss knacken und so richtig schön viele Seelen bekommen, dann können wir Attunement steigern, bis wir noch einen Slot mehr haben. Und dann sollte es langsam echt reichen. Weil klar, es ist immer schön, mehr Zaubersprüche zu haben, aber irgendwann braucht man nicht mehr wirklich viel. Wenn man durch ein Level durchkommt, dann reichen die Zaubersprüche. Okay, idealerweise durch das Level durchkommt und noch genug hat, um den Boss zu knacken. Aber da kann man im Notfall immer noch Kräuter benutzen. Dafür sind die ja da. Ne? Also, ne? Nicht zu quengelig sein. Gut, das nehmen wir so. Jo. Ganz viele Seelen weg. Stab aufstufen. Da brauchten wir die Schollen, oder wie die heißen. Schwing, schwing. Hallo, wir würden gerne reinforcen. Und zwar Dichter. Titanite Chunk, 2 Stück. Haben wir nicht. Hast du Chunks? Nein, du hast nur dieses ganz kleine Zeug. Hallo? Dread. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life in transit.
You hear? Naja, es wäre ein bisschen langweilig, wenn wir im Ex... Don't waste my time. Wenn wir im Let's Play einfach nur rumsitzen würden und schmieden. Also er hat vorgeschlagen, dass wir halt nicht unsere Zeit nur damit verbringen sollen, umherzureisen, sondern dass wir uns irgendwann mal niederlassen sollen. Ich weiß nicht, ob Talana so der Typ für ist. Aber gut, wir haben ausgegeben die Seelen. Haben wir hier sonst noch was zu tun? Könnten noch ein Kraut kaufen. Haben wir Kräuter noch auf Vorrat? Eins von den guten. Ja, nee. Geh mal hoch. Hier war er, genau. Dann benutzt mal ein paar von unseren Seelen. Benutzen. Und dann kaufen wir möglichst viele von den billigen Kräutern. Weil ich würde ungern die guten benutzen. Ich denke, die brauchen wir später eher. Zwei. Jo. So, das sollte schon reichen. Hallo du. Oh, there you are. Oh, die Pyromantieflamme. Das war auch noch so eine Sache. Wir hatten Gegner gefunden, die recht resistent waren. Aber ich drücke mich irgendwie immer darum. So, den Stab wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich wollte die Kräuter haben, genau. Fünf Stück. Jo. So, Pyromantieflamme. Wie teuer ist das? 1000, das können wir doch einmal machen. Brauch Fire Seed. Jo. Young people, do not take my teachings lightly. Ich doch nicht. Okay, jetzt können wir zurück. Dahin, travel. Zurück wäre... Gute Frage, wo ist jetzt zurück? Nicht da, nicht da. Hier, Doors of Pharaohs. Aber Talana kriegt gerade eine Vision, dass sie sich im Black Gulch nochmal umgucken soll. Sie hat sich da erinnert, dass sie irgendwas in der Ecke hat funkeln sehen und dann will sie sich das nochmal angucken. Das war die RP-Erklärung. Die Out-of-Character-Erklärung wäre, wir sind vergiftet. Und jemand hat es in den Kommentaren geschrieben. So, Gegengift. Nom. So, also hier drin... Sollen wir irgendetwas Wichtiges übersehen? Oh, da ist eine Höhle. Okay, die Höhle hat nicht gefunkelt. Talana hat eine Höhle in den Augenwinkeln gesehen gehabt und deswegen geht sie jetzt nochmal hier zurück. Und das ist ganz schön düster hier. Du bist eine richtige Kiste. Oh, bitte sei ein Zauberstab. Jetzt, wo wir alle unsere Sachen darin verballert haben, unseren alten. Sublime Bone Dust, das ist auch gut. Das ist Verstärkung der Flasche. Oh. Ein Leuchtfeuer. Primal Bonfire. Was haben wir hier Schönes? Okay. Read Message. Nun beginnt der wahre Kampf. Ich habe einen Verdacht, wo ich bin. Hier gehöre ich nicht hin. Money bags required. Genau. Try Danger Zone. Sehr viele Nachrichten. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Habe ich erwähnt, dass hier sehr viele Nachrichten sind? Charmer ahead. Hurra for tough enemy. 214. Loss of stamina ahead and then weakness anywhere. Boah, Stamina-Verlust ist nicht so schlimm. Praise the sun. Nicht wirklich hier. Und da war ein Blutfleck. Okay. Und die Tür wird sich für uns nicht öffnen. Genau, abgeschlossen. Weil ich das Addon nicht habe. Schade. Aber es wäre eh für uns ein wenig zu hoch gegriffen, denke ich. Also wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Addons, wenn man das Spiel schon, ne, recht weit gespielt hat. Ich würde gerne nach Hause. Aber schön, dass wir schon mal das eine Leuchtfeuer hier unten freigeschaltet haben. Das werden wir uns später das Addon angucken. Wie schnell wir hierher kommen. So, also von hier aus...
Was? Ah. Okay. Burn. Sublime Bone Dust. Jupp. Swoosh. Und wir würden gerne reisen und jetzt hier weitermachen. Bei den Zwergen. Strong Magic Shield. Hm. Okay, stopp. Wo kamen wir her? Wir kamen hierher. Da war der große Elefantenkrieger und ein Zwerg. Und da geht's auch noch weiter. Aber hier war auch oben noch... Oh. Hier war auch oben noch was. Wo kam der Zwerg her? Hm. Erstmal machen wir den Elefantentypen da tot, weil er gab recht viele Seelen. Und war nicht so schwer. Okay. Und er ist schön träge. No, weg mit dir. Und da kam der Zwerg her. Die haben ein Schild. Das ist schon mal generell doof. Aber ich scheine das Schild nicht wirklich gerne einsetzen zu wollen. Das ist mir recht. Oh, schleich, schleich, schleich. Schleich, schleich, schleich. Schleich, schleich, schleich. Bam. Gib ihm. 120 Seelen. Meh, meh. Was haben wir hier Schönes? Dragon Charm. Das klingt mächtig. Wird es aber wahrscheinlich nicht sein. Es wird nur irgendein Verbrauchsgegenstand sein. Oder? Red Tail. Gold Pine. Silver Talisman. Nee. Ah, doch, da. Heilgift und sehr viele Lebenspunkte. Ja. Okay. Ist da was? Nee. Zwerg benötigt voraus. Schatz voraus. Hurra für Gift. Hm. Okay. Ganz schön was los heute. Und Vorsicht. Gib auf deinen Nacken Acht. Und dann gib auf. Oh, Zwerg mit zwei Äxten. Ich mach mal dich. Und ich mach mal die Bam-Bam-Teile. Und dann roll ich... Wow. Ach du Kacke. Die Dinger sind super. Also gegen die Zwerge hier ist Zauberei wohl das Optimum. Recklessness. Ja, nee, das lief gerade richtig super. Oh, oh, oh. Fitzel, klein Ding. Stirb. Gib Blut. Large Titanite und Raw Stone. Ja, okay. Ich mag das Gebiet hier. Hinten ist ein Zwerg. Hier ist noch ein achtloser Zwerg. Und wir versuchen zu backstabben. Ja, komm, ganz langsam. Nee. Will er nicht. Oh. Gib ihm. Ah. Nächstes Mal gleich schießen. Und die droppen Large Titanite Shards. Wie geil. Jetzt da weiter? Ne. Also hier könnten wir auf jeden Fall Large Titanite Shards farmen, um etwaige neue Zauberstäbe hochzustufen. Also die kleinen Shards können wir ja kaufen beim Schmied. Oh. Und die großen hier farmen. Wir hatten schon mal irgendwo die großen Shards gehabt. Genau, bei diesen Hand-Augen-Dingern. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, diese Hand-Augen-Dingern, die aus den Ölpfützen rauskamen, die erinnern mich so ein bisschen an Manos. Also den Boss in Dark Souls 1, der am Anfang des Addons mit seinem komischen Tentakelarm eingeschnappt hat und runtergezogen. So ein bisschen zumindest.